Herzlich willkommen in unserer Videosequenz. Heute möchte ich Ihnen etwas über die Implantate erklären, die für eine kosmetische Beinverlängerung verwendet werden. Die Implantate müssen wesentliche Aspekte erfüllen. Ein wesentlicher Aspekt ist, dass sie vollgewichtstragend sein sollten. Wenn sie nicht vollgewichtstragend sind, dann haben sie das Problem, dass sie über den gesamten Verlängerungszeitraum immobil sind. Das heißt, entweder liegen sie im Bett oder sie fahren im Rollstuhl rum, aber sie haben dadurch ein enorm hohes Risiko, eine Thrombose zu erhalten. Bei Implantation des BETZBONES haben sie zwei Verriegelungsschrauben im unteren Teil und sie haben zwei Verriegelungsschrauben im oberen Teil, die für die volle Belastbarkeit bzw. für die Kraftübertragung zuständig sind und gewährleisten, dass sie nicht nur direkt laufen können nach der Operation, sondern dass der Verlängerungsmechanismus mit dem Klicksystem stabil durchgeführt werden kann, ohne Probleme. Das heißt, je besser und je voller ein Implantat das Gewicht ableiten kann, das heißt vollgewichtstragend ist, umso schneller sind Sie nach der Operation mobil, umso schneller kommen Sie in Ihren gewöhnlichen Alltag zurück und umso geringer ist Ihr Risiko, eine Thrombose oder eine Embolie zu erleiden. Der zweite Aspekt ist, dass das Implantat nicht interagieren darf mit Ihrem Körper. Das heißt, es darf nicht rosten bzw. einer Korrosion unterliegen. Das BETZBONE-Implantat ist einmalig in diesem Sinne, denn es ist aus Chrom-Kobalt gemacht. Wir sehen hier das Implantat, das wir ausgebaut haben nach 2 Jahren im Körper. Und Sie sehen keinerlei Anzeichen von Beschädigung des Implantates, von Rost, von Korrosion oder sonst irgendwas dergleichen. Das heißt, das Material Chrom-Kobalt, aus dem der BETZBONE hergestellt ist, ist absolut inert, interagiert weder mit dem Körper noch mit den Körperflüssigkeiten und führt auch zu keinerlei Korrosion oder Rost. Und dementsprechend auch kein Risiko, dass dieser Rost eine Nichtheilung der Bruchenden verursachen könnte oder sogar Fremdkörperreaktionen im Körper herbeiführen könnte. Der nächste Punkt, der sehr wichtig ist, ist die absolute Klickkontrolle bzw. eine Kontrolle über den Verlängerungsvorgang. Der BETZBONE besteht aus einer Hülle, ebenfalls gemacht aus Chrom-Kobalt, mit einem Gewinde innen drin und einer Führungsrinne. Und der innere Stab sitzt auf einem Gewinde mit zwei gegenläufigen Zahnradgrenzen. Das heißt, diese Nase wird geführt in der inneren Rinne und der Verlängerungsvorgang wird dadurch erzeugt, dass Sie die zwei gegenläufigen Zahnkränze einmal in diese Richtung und einmal in diese Richtung bewegen. Das entspricht klinisch einem Ausschlag von 15 Grad in eine Richtung und 15 Grad in die andere Richtung am Oberschenkelbereich. Und mit diesem Verlängerungsklick haben Sie eine Verlängerung erzeugt von genau 0,052 mm. Und wenn Sie das oft genug machen, dann können Sie sehen, so sieht das Implantat aus, wenn es in den Körper kommt, das heißt am Tage der Operation. Und so sieht das Implantat aus, wenn man zum Beispiel eine Verlängerungsstrecke von ca. 8 cm hat. Das heißt, durch diesen Klickmechanismus wandert die innere Stange nach außen und macht den Verlängerungsprozess. Das heißt, jeder Klick, den Sie durchführen, führt eine Verlängerung von 0,052 mm herbei. Besser können Sie Ihre Verlängerung nicht dokumentieren.